Guckst du ins Loch? Ja. Da ist Da eine was Höhle. Interessantes. Ja, da ist eine Höhle. Brauchen wir Eisen? Sollen wir da reingehen? Ich bin gerade am Überlegen, ja. Aua. Ich bin unten. Auf meine herkömmliche Art und Weise. Alter, diese Minengeräusche. Wasser. Ja, ich mach das mal eben weg. Ach, warte, ich muss dafür mal eben Erde. So. Oh, guck mal, direkt Eisen. So. Ah, die Kohle mit, die hier ist. Perfekt. Ach stimmt, wo du ja, also wo ich da auf dich gewartet hatte. Da war ich auch in einer Höhle drin. Da hatte ich auch noch mal ein bisschen Rohstoffe geholt. Noch mehr Eisen. Yeah. Man nie genug von haben. Nee, das stimmt wohl. Und das Schöne ist, wir kriegen jetzt auch wieder Experience Points. Und wenn wieder irgendwas sein sollte, dann können wir wieder unsere Spitzhacken reparieren. Ah. Waren Dinger. Boah, hier gibt es massenhaft Eisen. Hier ist schon eine Eisenader. Ist doch perfekt. Hier ist dann noch nicht zu Ende. Oder doch? Da ist Empty. Kleine Höhle. Ja, da war ich in so einem Riesenteil drin. Stimmt, ich war in so einem riesen Maloch drin. Aber wo war das denn noch? Ja, da musstest du dir Fackeln hinsetzen oder was zum Wiederfinden. Ja. Das war ein riesen, wirklich riesen. Höhlensystem. Also das hatte ich so schon lange nicht mehr gehabt. Ach, weißt du was? Bisschen Sandstein. Schaden Schadet tun. nicht, ne? Wenn man direkt schon Sandstein mitnehmen kann.
Ja. Haben wir doch noch ein bisschen Sandstein gesammelt. Auf nach Hause. Auf nach Hause, jawohl. Oh, wie es eigentlich regnet. Wir kommen ja, gleich davon in Regen. Merken wir jetzt nicht. Nee. Wir bleiben jetzt für immer hier. Haben nichts mehr zum Trinken, nichts mehr zum Essen. Aber Hauptsache kein Regen mehr. Für irgendwas muss man sich ja entscheiden, ne? Ja. Das ist leider so. In die richtige Richtung. Ich hoffe. Ah ja, da hinten ist das. Alles klar. Da müssen wir uns dann ein bisschen links halten. Boah, ich mich gerade erschrocken. Hilfe. Ich mich auch. Der hätte dich fast erwischt, wa? Ja, das sah zumindest so aus. Manchmal denke ich, das ist von dem Spiel Absicht. Ja, das glaube ich aber auch, muss ich sagen. Ja, doch noch ein bisschen durch die Wüste. Ja, ist auf jeden Fall sicherer. Guck. Magst du den Regen ausmachen, vielleicht? Oh Gott, wie war das denn nochmal? Ach, das weiß ich auch nicht mehr. Toggle davon geht ja nicht mehr. Clear weather oder sowas. Nee. Oh, wie ging das nochmal? Weather. Ah, erst Weather. Und dann Clear. So. Müsste jetzt, glaube ich, ja. Ja, da ist der Mond. Vollmond auch noch. Ja.
überlege, ob ich ein bisschen Akazienholz mitnehme. Aber wir haben noch. Ich nehme vom Dom oben Akazienholz mit. Das brauchen wir für das Geländer. Ja. Okay. Da ist er. Ja. Glück. So, wie kam man jetzt hier noch mal rauf? Ja, das ist noch so eine Sache. Da sind wir. Da kommen wir nicht durch. Doch. Duddel. Juhu. Home sweet home. Dann können wir weiterbauen. Juhu. Also bei mir braucht der Server unheimlich lange, bis der die Gebäude lädt. Ja, bei mir auch. Okay. Da bin ich nicht alleine. Das ist schon mal gut. So. Hör mal, mit diesen, wie heißen die noch, die wir als Fensterläden benutzt haben? Falltüren. Falltüren, ne? Ja. Da sagte Rangi, das wäre angeblich schon seit der 1.13 so gewesen. Dass die farbig sind? Ja. Ich glaube, die 1.13 habe ich glatt übersprungen. Die habe ich gar nicht gespielt, glaube ich. Ich sag, nee, Rangi, das geht doch erst seit der 1.14. Eigentlich ja. Ich will mich nicht fest. Das hatte mich echt total irritiert hier. Ja, das sieht jetzt schön aus mit den Doppelbögen. Ja. Jetzt muss ich erstmal auf Toilette. Mach das. Bis gleich. So, wir gucken, wie wir das jetzt hier am besten lösen, denn wir haben ein Problem. Ein Problem ist, dass ich hier nicht wegkomme. Das muss hier so auch zugemacht werden. Mein Problem ist, hier haben wir noch eine Fläche. Ja? Die haben wir auf der anderen Seite nicht. Da darf ich mich nicht so von irritieren lassen. Das wäre, glaube ich, nicht so gut, ne? Weil wenn man jetzt hier guckt, hier ist das natürlich alles anders als hier. Alter, er ist jetzt schon wieder am Pissen. Das geht mir auch gerade so ein bisschen Gemüt hier. Na, das heißt, ich, bevor ich vom Blitz getroffen werde, machen wir das mal. Das machen wir jetzt hier alles auf eine Ebene, weil ich glaube, anders ist das hier nicht machbar. Und dann gehen wir gleich nochmal eben schnell zurück
zum Zentrallager. Und ja, holen uns Glowstone. Denn ich kann mir echt gut vorstellen, dass das dann gut aussehen wird. Bibi. Ja. So. Ja, ist an manchen Stellen noch ein bisschen zerhackstückelt, aber da kriegen wir. Das kriegen wir hin. Es hat ja schon wieder geregnet und gewittert. Ach nee. Ja. Nach innen gebaut. Das Geländer. So. Na, komm her. Da ist es auch schon wieder alle. Huhu. Huhu. Badabadabadam, badabadabadam, badam, badam. Jetzt ist die Frage die... Gerda? Ja. Wir haben ja hier eine Fläche von 2, ne? Wo ich hier gerade bin. Ah. Ja. Das Warte, liegt. Mach's dir einfacher. Mach dir doch ein Stückchen Zaun weg, dann kommst du hier hin. Ja, das liegt daran, dass hier außen Platten dran sind. Genau. Wie machen wir das denn innen? Keine Ahnung. Da müssen wir keine Platten dran machen. Weil... Die sind ja nur zur Zierde nach außen. Ja, wie machen wir das denn hier am besten dann mit dem Abschluss? Soll ich dann auch... Soll das dann ja, quasi Dreier Breite werden? Da, wo du jetzt drauf läufst, das wird eine Wand. Alles auf einer Höhe? Ja, die geht bis hier oben. Ja, hier oben habe ich schon dicht gemacht. Ist jetzt nur die Frage, das hier auch dann auf dieser Höhe wie hier oben? Da kommen noch mal Fenster rein. Da kommen... diese Fenster hier noch mal rein. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Das hast du schon gemacht, ne? Genau. Macht. Und dann kommt... Wo kommt noch ein kleines Fenster?
viele Fenster sind das? Bis zur Mitte. 2 bis zur Mitte, ne? Also von den ganz großen hier. Ja. Das sind 2. 2 und dann kommt die Mitte. Dann kommen hier 3 kleine. Das ist die Mitte. Und dann kommt hier wieder 2. 2 große, okay. Also. Ja, und dahinter kommen... Muss ich mich an meinem Bild hier orientieren? Kommt ein Fenster, das ist von der Treppe verdeckt. Mhm. Das kleinere von denen. Drei breit. Wir sind hier immer dazwischen. Hör Ach, da sind mal. Noch so kleine Fenster, ne? Ja. Und eine Türe, oder was ist das? Ja. Kommt man im ersten Stock nach innen? Hm. Ja. Noch so ein... Ja, jetzt blöd aus mit der... Deswegen hatte ich das dazu gemacht, weißt du? Ja. Weil da ziehst du nämlich auch von unten. Aber eigentlich ist da, wenn ich aufs Bild gucke, da ist ein Fenster. Dieses Gewitter macht mir Angst. Ich ja, ich will das jetzt nochmal durchlaufen lassen, weil ich habe ja jetzt binnen 3-4 Minuten dreimal, oder ist es das dritte Mal, wo der hier loslegen will? Da hinten hat es gerade gebrannt, weil der Blitz eingeschlagen ist. Echt? Oh ja, ich sehe es. Ja. Lol, Verbindung unterbrochen. Internal Exception Java I.O. Oh, jetzt hast du das, was ich immer hatte? Hm. Schon das zweite Mal heute. Aber ich bin wieder da. Verträgt sich nicht mit Stream, oder? Ja, aber es ist ja auch die ganze Zeit gut gegangen. Java hat ja nichts mit dem Stream zu tun. So, also. Fenster. Warum guckt man ein bisschen raus? Ist das Gewitter wieder da? Ich krümel mich mal wieder so ein bisschen, ja. Tja, wir sind hier in England, wa? Ja, kann's wohl sagen. Was denn dann die... Also das ganz am Rand scheint auch ein Übergang im Turm zu sein. Das ist echt irgendwie komisch zu bauen, ne?
Also ich würde sagen, wir weichen da von diesem Bild ab. Das wird zu blöd. Das sieht zu blöd aus. Wir machen, wenn man die Treppe runterkommt und oberhalb des ersten Stocks ist, machen wir einen Übergang in den zweiten Stock rein. Da kommt eine Tür rein. Dann machen wir ganz am Rand. Ja, und vielleicht noch eins dazwischen, damit es hübscher aussieht. Weil das Bild, was ich ja gerade offen habe, da sieht das so aus. Du hast ja da diese Frontansicht, ne? Ja. Und wo da die Treppen ja auch an den Seiten sind. Und das sieht so aus, als... Klar, das wird ja auch so sein, dass die hintere Wand auf jeden Fall größer ist. Also länger, breiter, ne? Oder ist das nur eine optische Täuschung? Ja, du hast das da hier vorne, wo die Treppen sind. Ja. So, dahinter ist ja auch Wand. Das, was wir ja quasi jetzt gerade auch gemacht haben. Ja. Die ist ja größer, ne? Ja, die geht bis an die Türme ran. Die vordere Wand geht nicht ganz bis an die Türme ran. Das müsste doch aber... Das heißt... das müsste ja auch dann noch gemacht werden, ne? Das ja, die ist aber hier bis an die Türme ran. Da ist diese Tür und das ist gut. Ja, ja, aber auch oben dann, ne? Ja. Das heißt, oben, das muss alles auf eine Ebene gebracht werden. Ja, genau. Die oberen Türen zum oberen sind genau über den unteren. Soll ich denn einfach mal alles jetzt auf eine Ebene bringen, Richtung Turm? Und dann können noch gucken, wie wir das machen, ob wir noch ein Fenster reinmachen oder irgendwelche Verzierungen oder so. Also ich würde sagen, auf alle Fälle muss diese kleine Tür, in der ich jetzt stehe, senkrecht oben drüber im ersten Stock auch sein. Ja. So sieht das auf dem Bild aus. Und diese hier muss senkrecht oben drüber sein. Und daneben ist dann der Turm. Oh, das ist ja hier gar nicht. Warte mal. Und dann so. Das wiederholt sich im ersten Stock. Ja, aber dann ist das hier nicht mehr richtig. Da nicht hin. Das ist eben die optische Täuschung. Das ist zurückgesetzt. Das muss hier nicht hin. Dann ist der Eingang aber kleiner, ne?